Sehr verehrte Damen und Herren, klein bisschen später wie eigentlich geplant, aber nichtsdestotrotz. Sehr verehrte Kollegen Stadtverordnete, sehr verehrte Mitglieder des Magistrats und der Verwaltung, verehrtes Publikum, verehrter Bürgermeister Gutheil. Am letzten Tagesordnungspunkt der heutigen Sitzung, aber sicherlich im Highlight, steht jetzt die Einführung in die zweite Amtszeit von Bürgermeister Gutheil an. Dazu möchte ich als Ehrengast den Herrn Frese, seines Zeichens ersten Kreisbeigeordneten, begrüßen, der auch gerne hinterher noch ein Grußwort sagen möchte. Herr Bürgermeister, am Morgen des Wahltags konnte ich mir persönlich zwei Dinge eigentlich nicht vorstellen. Erstens, dass die Wahl bereits im ersten Wahlgang entschieden wird. Und zweitens, dass die Amtseinführung heute in dieser personellen Konstellation stattfindet. Dass die Wahl bereits im ersten Wahlgang so klar entschieden wurde und es keine Stichwahl erforderte, hat, wie ich auch aus vielen Gesprächen danach erfuhr, nicht nur mich überrascht. Sich gegen drei Mitbewerber so klar durchzusetzen, spricht dafür, dass du in deiner ersten Amtszeit bei der Mehrheit der Bürger bei Bildungs einen entsprechenden Bonus erarbeitet. Zu diesem Erfolg kann man dir, und das spreche ich sicherlich für die große Mehrheit der Anwesenden, nur nochmal sehr, sehr herzlich gratulieren. Dass ich heute die Amtseinführung gemeinsam mit dem ersten Stadtrat Hartmut Otto durchführen darf oder muss, liegt an dem viel zu frühen Tod von Dr. Edgar Schmal vor ca. 5 Wochen. Ich glaube, ich spreche im Namen aller, dass wir uns gewünscht hätten, er hätte seine Krankheit überwunden und könnte heute die Zeremonie selber durchführen. Leider ist es anders gekommen. Herr Bürgermeister, im Namen des Parlaments hoffe ich auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Ihnen, dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung. Ich für meine Person werde versuchen, die Zusammenarbeit fair und sachlich zu gestalten. Wir haben in Bad Bildung schließlich noch einige Baustellen, die Namen sind vorhin zum Teil schon gefallen, die in den nächsten Jahren abgearbeitet werden müssen. Dazu wünsche ich Ihnen und uns ein gutes Händchen. Bevor wir nun zum offiziellen Teil kommen, übergebe ich das Wort an den ersten Stadtrat zu seinem einleitenden Wort. Vielen Dank, lieber Hubert. Zunächst, bevor wir jetzt zu meinem offiziellen kommen, gratuliere ich erstmal den neuen Stadtverordnetenvorsteher recht herzlich, Hubert. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Hubert Schwarz, sehr geehrter Bürgermeister Ralf Gutheil, sehr geehrte Damen und Herren, Stadtverordnete, Mitglieder des Magistrats der städtischen Ämter und last but not least, Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren im Publikum. Die Begrüßung der Ehrengäste hat Herr Schwarz bereits vorgenommen, von daher begrüße ich von dieser Stelle gleichfalls. Allerdings verzichte ich auf die namentliche Nennung nochmal. Gestatten Sie mir, dass ich den neu gewählten Stadtverordnetenvorsteher Hubert Schwarz sehr herzlich gratuliere, das habe ich gerade getan. Gleichzeitig geht mein Dank auch den neuen Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung, Martin Fröhlich und Dominik Schröder, dass sie das Mandat angenommen haben. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gutheil, ich darf auch sagen, lieber Ralf. 6 äußerst herausfordernde Jahre sind unglaublich schnell vergangen. Was hast du in deiner ersten Amtszeit nicht alles erlebt und welche Schwierigkeiten gab es zu meistern? Ich erinnere nur an die Pandemie, an Baustellen, die nicht so vorankommen wollten oder vorangekommen sind, so wie du und wir uns das alle wünschen. So zum Beispiel der Umzug Herkulesmarkt, Neuaufnahme für Konde 2, Veräußerung des Kurhauses und einiges mehr. An dieser Stelle betone ich, dass die Stadt alle Vorleistungen getroffen hat und nicht bei allen Vorhaben auch Herr des Verfahrens ist. Um nur ein Beispiel zu nennen, ehemalige Klinik Parkhöhe, jedem von uns besten bekannt. Neue große Baustellen kommen hinzu und sind derzeit in Planung. Ich nenne hier nur den unbestritten dringend notwendigen Neubau des städtischen Bauhofs. Diese Aufgaben werden von den beteiligten städtischen Ämtern mit vollem Einsatz und Begeisterung für die Sache begleitet. Leider gibt es von einzelnen Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung permanente Störfeuer. Unverständlich ist, dass die Versammlung mit meist völlig sinnfreien Anträgen überhäuft wird
und die antragstellenden Personen nicht zur Sitzung erscheinen, um die Anträge zu begründen. Wenn demokratisches Recht in Rechthaberei endet und man sich die Frage stellen muss, wer denn der Geisterfahrer auf der Autobahn der Demokratie ist, dann wurde das Mandat, das nach Aktionsaustritt mitgenommen wurde, offensichtlich falsch verstanden oder es wird gar missbraucht. Für die nun anstehende neue Amtsperiode wünsche ich dir, lieber Ralf, Gesundheit, Kraft, Gelassenheit, einen klaren Kompass oder, wie man in diesen Tagen auch sagen kann, einen guten Matchplan. Deiner Familie, deiner lieben Frau Katharina und den beiden Kindern Maria und David, die oft auf dich verzichten mussten und die wohl auch weiterhin einige Opfer bringen werden, danke ich von ganzem Herzen für ihre Unterstützung, die sie dir zuteil werden lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Von den Bürgern der Stadt Bad Bildungen zum hauptamtlichen Bürgermeister gewählt worden sind, werden Sie unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Beamter auf Zeit zum Bürgermeister der Stadt Bad Bildungen für die am 1. September 2024 beginnende Amtszeit von 6 Jahren ernannt. Diese Urkunde wird in der Erwartung vollzogen, dass Sie Ihre Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, das Vertrauen rechtfertigen, das Ihnen durch Ihre Berufung bekundet wird und sich jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung einsetzen. Bad Bildungen, den 1. Juli 2024, der Magistrat der Stadt Bad Bildungen, Hartmut Otto, erster Stadtrat, Petra Dietrich, Stadträtin. Herr Bürgermeister. Stadtrat Hartmut Otto, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverordnetenversammlung und aus dem Magistrat, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverwaltung und vor allen Dingen liebe Familie und Freunde, sehr geehrte Ehrengäste. Zunächst einmal bin ich total überwältigt, dass heute Abend unserer Einladung so viele gefolgt sind.
Und an der Stelle möchte ich mich schon mal ganz recht herzlich bei all denen bedanken, die den Abend organisiert haben. Und ich werde auch nicht zu lang reden, weil der Sekt wird warm, Stefan. Ja. Damit wir den Sektempfang nicht zu lange warten müssen. Natürlich bedanke ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die mich gewählt haben und mir erneut für 6 Jahre das Vertrauen geschenkt haben. Aber vor allen Dingen möchte ich mich an der Stelle explizit bei denen bedanken, die mich im Wahlkampf und die mir nahestehen, wissen, was das für schwere Zeiten waren, die mich dort unterstützt haben. Insbesondere zu nennen meine Frau Katharina, die wirklich wirklich 30.000, 35.000 Schritte am Tag absolviert hat, um meine Flyer zu verteilen, hauptsächlich. Aber mein Dank gilt auch allen, die mich auf politischer Ebene unterstützt haben. Guck mal zur SPD-Fraktion, die die Wahlstände mit mir hauptsächlich bestritten haben, aber auch andere aus den Fraktionen, die mich an den Wahlständen unterstützt haben, die mich finanziell unterstützt haben und die einfach auch in der schweren Zeit für mich da waren. Und die vergangenen 6 Jahre haben einen natürlich geprägt, muss ich sagen. Es wurde eben in den Worten zuvor schon angeschrieben, die 6 Jahre oder 5 Jahre und 10 Monate waren keine leichte Zeit. Wir haben viele Baustellen oder ich habe viele Baustellen übernehmen müssen. Wir sind in vielen Bereichen nicht so vorwärts gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Umstände dürften jedem noch bekannt sein. Und wir haben halt auch die Problemfortführung vor uns. Und wenn ich dann höre, und ich war die letzten Wochen öfter in Wiesbaden, in den Ministerien, dass das Land Hessen 2 Milliarden Euro im Haushalt einsparen muss. Und davon alleine 20 Millionen im Wirtschaftsministerium, dann kann ich mir jetzt schon an einer Hand ausrechnen, wie es zukünftig um die Förderkulisse im Land Hessen aussehen wird. Und wenn ich dann an unser Großprojekt, insbesondere das Schwimmbad, denke, da, wo wir alle noch nicht aufgegeben haben und auch nicht aufgeben werden, dass wir wieder ein Schwimmbad für Bad Vilbel bekommen. Und auch den Bauhof, der eben schon erwähnt wurde. Von dem Kurhaus möchte ich jetzt von Fördergeldern jetzt nicht sprechen. Dann wird mir so ein bisschen Angst und Bange. Gerade im Hinblick darauf, dass das Finanzministerium auch veröffentlicht hat, die hessischen Städte und Gemeinden werden jetzt deutlich finanziell besser ausgestattet zur Unterstützung bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen. Das mag gut sein, überhaupt kein Thema. Menschen in Not muss geholfen werden. Aber, und dann kommt noch die andere Pressemeldung hinzu, dass die Hebesätze ja gesenkt werden sollen im Hinblick auf die Grundsteuerneuberechnung. Dann frage ich mich, irgendwo kneift es jetzt. Auf der einen Seite wollen sie 2 Milliarden Euro einsparen und kündigen den Städten und Gemeinden an, dass wir den Gürtel enger schneiden müssen. Und auf der anderen Seite sagen sie aber, ja, da gibt es mehr Geld, da müsst ihr euch zusätzlich noch drum kümmern. Und auf der anderen Seite kriegt er aber, sollen wir die Hebesätze senken. Dann frage ich uns alle, wie wir hier sitzen, wie sollen wir zukünftig unseren gewohnten Standard finanzieren? Das sind Aufgaben, die uns die nächsten 6 Jahre bewältigen oder beschäftigen werden. Diese Aufgaben, die vor uns stehen, können wir aber insgesamt nur schultern, wenn wir zusammenhalten. Zusammenhalten meine ich sowohl im Magistrat als auch in der Stadtverordnetenversammlung. Und Sie haben heute Abend gesehen, es kann auch mal heiß diskutiert werden. Wobei ich jedem unterstelle, wir diskutieren im Sinne der Sache und wir müssen uns offen und konstruktiv austauschen. Natürlich kann man nicht erwarten, dass 37 Köpfe 37 Mal die gleiche Meinung haben. Dafür sitzen wir auch nicht hier. Und ich finde immer nur, dass es nicht in die persönliche Ebene abrutschen darf, sondern dass wir wirklich auf der Sachebene weiterhin diskutieren, zielorientiert an dem, was wir erreichen wollen. Und an der Stelle möchte ich auch schon mal ankündigen, wir haben für in der Stadtverwaltung, haben wir uns dazu entschlossen, nach der Sommerpause uns zusammenzusetzen, um einen roten Faden für Bad Vilbel zu erarbeiten, dass wir eine Zukunftsstrategie für Bad Vilbel entwickeln,
dass wir sagen können, okay, das könnte ein Leitfaden sein, da wollen wir Bildung in den nächsten 10 oder 15 Jahren sehen. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal ganz explizit hervorheben, wie stolz es einen macht, mit solchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, des Bauhofs, der Eigenbetriebe und allen, die mit der Stadt irgendwie zu tun haben, arbeiten zu dürfen. Solche engagierten Menschen, die auch über das normale Soll hinaus sich einbringen, im Privaten auch sich Gedanken machen, wie man Sachen optimieren kann, wie man Sachen besser organisieren kann. Und da, wie gesagt, kann man nur stolz sein. Und da sage ich an der Stelle hier ganz offen Danke an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für uns gilt es, und das habe ich eben schon gesagt, zu sehen, und da gucke ich auch gerne mal zu Frau Weidt, weil wir, sage ich mal, diskutieren heiß, wenn es um die Finanzen geht, weil es ist erstaunlich, was aus der Bevölkerung und aus den Gremien für Wünsche herangetragen, an uns herangetragen wird als Stadtverwaltung, was wir alles umsetzen müssen, was wir alles umsetzen sollen, ohne dass gesagt wird, okay, wie wir das insgesamt finanzieren wollen. Noch erstaunlicher finde ich dann allerdings, wenn Privatpersonen versuchen, einen den Dienst vorzuschreiben, den wir doch wirklich nach gutem Wissen und Gewissen in der Stadtverwaltung machen. Von außen Ratschläge geben, das kann ja nicht sein, das müsst ihr so machen, das war früher ganz anders. Ja, irgendwo hat man dann wahrscheinlich die Bodenhaftung oder die Basis verloren oder einfach den aktuellen Zeitgeist nicht mehr miterfasst. Da fehlt mir manchmal das Verständnis. Und wenn das Ganze dann noch ins Persönliche abrutscht, dann, weiß ich nicht, dann fragt man sich manchmal, steht man an diesem Posten richtig? Und glauben Sie mir, meine Damen und Herren, das, was mir per E-Mail, per Brief manchmal zugeschickt wird, da schämt man sich für. Da muss man sich wirklich fremdschämen für. Und diese Schreiben werde ich auch nicht veröffentlichen. Das müssen Sie dann als Bürgermeister erstmal wegstecken. Dann könnte man ja jetzt sagen, pff, selber schuld, hast dich ja aufstellen lassen, bist ja dafür gewählt. Ja, mag sein, so kann man das sehen. Und meine Familie weiß ich. Und an der Stelle bedanke ich mich auch explizit und ich bin froh, dass so viele gekommen sind bei meiner Familie. Und es wurde eben schon angedeutet, die haben Verständnis für mich und die müssen sehr viel auf mich verzichten, weil ich mich gerne und zu 150% für die Stadt einsetze. Und dann sich von anderen beleidigen zu lassen, das ist nicht nett und das macht einem etwas. Und das tut auch manchmal richtig weh. Ich will nicht auf die Tränendrüse drücken, sondern möchte einfach nur das Signal geben, wie die Menschen ticken. Ich erwarte doch eigentlich nur, dass wir wieder unsere alte Solidarität füreinander entdecken. Dass wir wieder einen Gemeinschaftssinn haben. Wir alle sind zusammen für unsere Stadt verantwortlich. Und wenn wir nicht zusammen an einem Strang ziehen, wird das nach hinten losgehen, auch politisch. Wenn wir 2026 Kommunalwahl haben, dann werden wir sehen, was wir damit erreicht haben, wenn wir jetzt den Etablierten oder keine Ahnung den Rücken zudrehen und einfach nur sagen, aus Protest habe ich mich mal anders orientiert. Dann habe ich Angst davor, was hier passiert in Bad Wildung und das möchte ich eigentlich nicht. Und deswegen nochmal der Appell, lassen Sie uns an einen Strang ziehen, lassen Sie uns gemeinschaftlich Bad Wildung nach vorne bringen. Ich weiß, das sind Phrasen, es muss letztendlich auch umgesetzt werden. Wie gesagt, bei der Finanzierung scheitert es ja dann meistens irgendwie, wenn man so große Ideen hat. Aber ich glaube, dass wir einen vernünftigen Weg finden werden. Und es macht Spaß. Es macht verdammt Spaß, hier oben zu stehen. Und jetzt soll es genug sein. Ich freue mich, dass Sie heute Abend da sind. Danke, dass Sie mir Ihr Vertrauen geschenkt haben. Und ich hoffe auf weitere gute, vertrauensvolle, freundschaftliche 6 Jahre. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend.